Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterverse Plus. Was habe ich jetzt gelernt über die Brains Challenge? Auf jeden Fall braucht man ein paar Speed-Up-Items, die ich ja zum Glück schon bekommen habe, damit man endlich schneller ist als die Gegner. Ansonsten, das, was ich mich die ganze Zeit schon aufrege, dass man die nicht sofort feuern kann. Das hat jetzt wie lange gedauert? Hat jemand gezählt? Das hat auch jemand bemerkt, gesagt, das ist echt nervig und die glauben, dass das nur für diese Challenge hinzugefügt worden ist, um es schwerer zu machen. Und ja, ansonsten versucht, gute Items zu finden. Orbitals können nützlich sein, aber wir brauchen dazu erstmal den passenden Boss, wie Pestilence zum Beispiel. Wäre toll, wenn der jetzt mal auftaucht. Jetzt die Brains natürlich wieder nicht respawned. Da ist eins. Und ja, wir haben wieder diesen Delay gehabt. Wenn der nicht wäre, wäre die Challenge zehnmal einfacher. Ich habe mich übrigens vertan, wir müssen nicht in den Dark Room, sondern in die Chest gehen. Also muss ich dann das Polaroid mitnehmen. Es ist allerdings schon sehr viel besser, wenn wir schneller sind, Toppler. Wieso hast du jetzt dieses Brain geschossen? Schieß doch das erste. Super. Einer fehlt noch. Und wie fehlt ein Brain? Ich bin jetzt vor allem in diesen Raum gegangen, damit ich diesen scheiß Delay mal umgehen kann. Das hat mich so genervt. Eos Something Strong ist die Hülle, die Creep unter uns macht, die Gegner verlangsamt. Ja, was? Wegen was sind wir jetzt addicted? War wohl nur für diesen Raum? Oh, das ist eine Bibliothek. Oh, ein Book of Revelations. Das hole ich mir. Das könnte ein Lifesaver sein. Sind wir vor allem erstmal den dummen Poop los? Gut, der Delay sollte jetzt vorbei sein. Shit. Der Raum hat ganz gut geklappt. Blast euch wieder auf, Brains. Oh je. Ich werde hier mal ein bisschen freiräumen. Ist das nicht zu nah? Gut, wir konnten ausweichen. Geh hoch, du Pilz. Klappt ja gerade ganz gut daneben. Ja, es hat auch geklappt, wenn er seinen Hut unten hatte. Gut zu wissen. Oh nein! Nicht getroffen. Das erste Portal ist weg. Jetzt haben wir noch das hier und jetzt müssen wir warten, bis das Brain wieder da ist. Hier ist der Shop, den ich eigentlich wollte. Komm! Dass die nicht gefeuert werden, 50% der Zeit, das nervt so sehr. Oh, Chaos, das haben die auch gesagt. Das ist sehr nützlich, weil man dann überall verschiedene Items finden kann. Den Akku, den heben wir mal auf. Die haben sie jetzt natürlich nicht geändert. Aber vielleicht haben sich die Bücher geändert in der Bibliothek. Den Akku heben wir auf. Wir müssen nämlich nur noch drei Räume klauen. Oder clearen? Ne, die haben sich nicht geändert. Das ändert sich nur das, was wir noch nicht gesehen haben. Und tja, dann können wir ein Seelenherz nehmen und dann können wir uns den Akku besorgen. Hm, die haben wohl trotzdem mehr HP, hm? Oh, das war dumm von mir. Retrovision. Immer noch nicht, warum die als neutrale Pille gezielt wird. Genau, die hätte ich jetzt wieder perfekt treffen können, wenn ich die Brains gleich hätte schießen dürfen. Aber nein, jetzt muss ich sie wieder alle einzeln angehen. Und darauf achten, dass ich zu weit genug wegstehe. Und gut. Dann holen wir uns jetzt den Akku zurück. Ich bin jetzt ein bisschen motivierter, was diese Challenge betrifft, weil ich jetzt weiß, dass ich nicht der Einzige bin, die Probleme mit dieser Challenge hatte. Das stört mich nämlich immer sehr. Da ist ja noch ein Akku. Wenn ich in einem Spiel nicht gut bin, suche nach Tipps und anscheinend bin ich die Einzige, die Probleme damit hatte und frag mich immer, was war verkehrt. Ausgerechnet sowas. Steh auf. Das hat erstaunlich gut geklappt. Leider noch keine einzelnen Crawl Space entdeckt gerade. Rein, 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 geh schon. Da unten ist bestimmt noch einer. Shit.
Da war noch eine Lücke, die ich nicht gesehen habe. Secret Rooms könnte ich auch suchen. Das ist irgendwie super Secret Room Material. Nein? Shit. Dann habe ich jetzt noch zwei Orte, wo der Secret Room an sich sein könnte. Ich such mal hier. Schade, damit sind unsere Bomben leer. Wir haben 50% Angel Room Chance, aber keine so große Teufelsraum Chance. Ah, Pestilenz passt. Dann kriegen wir ja ein Orbital. Das war so klar, weil du wieder nicht ordentlich geworfen hast. Also doch, weil der wieder so lange gewartet hat, bis ich schießen konnte. Okay, das war jetzt meine Schuld. Das habe ich mich tatsächlich mal vertan. Nächste Point sind nicht da. Diese Made muss weg, die stört sonst. Erstmal den Boss. Und zack. Wie ist das denn passiert? Beim Zurückkommen? Wir haben es geschafft, irgendwie. Jetzt brauche ich allerdings noch einen Brain. Um die da zu erledigen. Klar. Das erste Brain, das sich auflädt. Natürlich nehme ich den Ball of Bandages. Was ist denn das? Den Nail gibt's auch, aber ich hoffe, das ist eine passive Seite. I see the future. Oh, nice. Fliegen ist immer gut. Gehen wir weiter. Online Curse of the Lost. Wir wissen also nicht, wo wir sind. Sehr gut. Wir haben verschiedene Akkus. Ich werde sie gleich. Was der Trade Kloss macht, weiß ich jetzt nicht. Der hat mir auf jeden Fall eine Karte gegeben. Vielleicht will ich hier alles freimachen. Verdammt! Nicht gut. Das war gut. Oh, ich habe gehofft, dass der eine Pilz jetzt mich nicht kaputt machen wird. Aber nein, natürlich. Natürlich musste das passieren. Ich habe nicht getroffen. So, langsam wird's. Waren wir eben? Ah, waren das schon alle Brains? Ich werde eingesperrt. Ach, das ist jetzt genau das Richtige, hier den Hanged Man zu benutzen. Um erstmal das da wegzubekommen. Hallo, wieso ging das denn nicht kaputt? Meine Brains. So, so weit, so gut. Diese dummen Portale. Komm schon, verschwinde. Die Liberty Cap nehme ich nicht mit. Ich möchte nämlich das Geld behalten. Der Trockner ist gerade fertig gegangen. Der muss jetzt noch eine Weile warten. Das wird ja auch mal Zeit. Retrovision wird natürlich nicht benutzt. Ah, verdammt, ich konnte hier nicht mehr fliegen. Ich darf nicht vergessen, dass ich das nur bei einem Raum hatte. Ich hätte wieder gesehen, wenn ich das vorhin hätte, sofort. Der Raum wäre sofort geklärt gewesen. Ich habe diese Trade Claws jetzt jedenfalls in der Hand. Und auch wenn das erste Brain wieder da ist, ist so ein Delay, bis man das endlich schießen darf. Ja, wie ich in die Richtung gucke, da seht ihr, wie ich versuche, das noch loszuschießen. Wenigstens haben wir das jetzt mal erwischt. Gut, wenn ich noch einen Raum überlebe. Wir kriegen jetzt unendlich viele Bomben.
Der nervt mich jetzt auch. Fürchterlich, diese Brains Challenge. Fürchterlich. Toll, ich wusste natürlich nicht, wo wir jetzt sind. Schön ausweichen. Jetzt sind die Brains wieder weg. Mal kurz den da kaputt kriegen, damit die Gegner. Genau. Verdammt, ich konnte es nicht ausnutzen, weil ich wieder die Brains nicht ordentlich schießen konnte. Wo sind meine Brains? Es sind immer noch drei von diesen Fliegen hier. Und ich habe keine erwischt. Poppner, geh mir nicht auf die Nerven. Ich mache dich später auf. Entschuldige, dass ich etwas ruhig bin gerade, aber ich bin hier fast erledigt. Wenn ich diesen Raum noch überlebe, dann kann ich mir wieder ein Herz besorgen. Wir haben es geschafft. So. Jetzt gehen wir hier lang. Ganz vorsichtig. So. Keinen erwischt. Toll. Hier lang. Hoch. Gut. Jetzt sollten wir es eigentlich... Verdammt, ich habe es beide nicht erwischt. Schaffen sie zu erwischen. Ich muss mir wirklich Zeit lassen in diesen Challenges jetzt. Da müsst ihr jetzt leider durch. Haben wir nicht Chaos eingesammelt? Irgendwie sieht der EI-Tipul nicht besonders gemixt aus. Das Einzige, was hier ist, ist der Keybomb. Den nehmen wir und den. Achso, doch, ich habe ja unendlich viele Bomben. Devil Deal Chance geht nach oben. Sobald ich hier den Boss finde, mache ich den auch gleich. Oh nein, ich hasse doch diesen Raum. Gut, so weit, so gut. Die Brains fliegen ja sind recht weit. Nur noch einer. Schieß doch! Man muss auch jede Minute wieder loslegen. Wenn der mal fertig ist. Warum den nicht nur einmal piept und dann alle 10 Minuten dran erinnert, weiß ich auch nicht. Ich höre den jetzt die ganze Zeit. Ledermaus, dieses One-Twos, weiß das Ding ja. Die ganze Zeit tust du dich über die Pilze begeben. Und dann passiert natürlich das. Deswegen wollte ich die Pilze noch nicht berühren. Ja, wenigstens kriegen wir den hier zurück. Einfach ein Pilz. Die Provision nehme ich mal mit. Keine Ahnung, ob man das nicht für irgendwas gebrauchen kann. Solche Räume hasse ich auch. Wenigstens haben wir zwei erledigt. Schnell nach oben. Wenigstens müssen wir hier nicht in den Nahkampf gehen. Blue Bomber. War trotzdem leichter als das hier. Da hatten wenigstens Pyromaniac und konnten uns nicht selber durch die Explosion verletzen. Ah, das ist der Boss gewesen. Shit. Zu spät gesehen. Ich habe noch keinen einzigen Gegner getroffen. Das gibt's doch nicht. Toll, du wolltest eigentlich den da treffen. Komm schon. Gut, ja, dann drücken wir den. Jetzt dich. Das andere Brain erwartet. Dass wir auch immer gleich ein ganzes Herz Schaden bekommen durch diese Explosion. Da war der Suicide King noch gnädiger zu uns. Noch Birdie. Super, jetzt muss ich außerdem den Gegnern und Gertie ausweichen, während ich auf die Brains warte.
Komm schon. Komm zurück. Das ist etwas. Letztes. Wieso schießt du dich nicht ab? Das eine ist eine Kommunikon, das andere, was bist du? Spear of Destiny. Ach, der bringt nichts, der zählt ja als Trainer. Schade. Der wäre nützlich gewesen. Make Beautiful Fly oder die Blue Map? Satan, nicht besonders gut hier. Noch mehr Explosionen ist das Letzte, was wir benötigen. Schauen wir mal hier in den Challenge Room. Ich habe relativ viele Schlüssel. Machen wir mal den ersten auf. Huch! Die werden also durch Hopper ersetzt. Im Gegensatz zum Greed Mode tun die Gegner wenigstens keine Wellen hier haben, also kein Zeitlimit. So habe ich keinen von euch erwischt. Hier ist er gerade perfekt gewesen. Okay, für sowas ist Bob's Ray natürlich sehr nützlich. Jetzt muss ich wieder ausweichen. Dass meine Bob's Brains wieder ordentlich da sind. Ihr seid gerade nicht ordentlich. Einen habe ich. Den da kann ich versuchen. Und den ist der jetzt weg. Runter mit dir. Das ist das nächste. Das hat bis jetzt ziemlich gut geklappt hier. Muss ich zugeben. Der Trockner nervt mich. Oh. Wir haben einen. Sehr gut. Damit kann ich Feuer auspusten und so. Ein Familiar. Hoffentlich gibt es hier ein Seelenherz für uns oder zwei. Nein, schade. Nur einer. Wenn ich weit hinten bleibe, schaffen wir das. Es dauert zwar Ewigkeiten, bis der mal ein Feuer auspustet, aber es ist etwas. Der schießt gar nicht, wir sind so weit weg, stimmt's? Weiter geht's. Na dann geh kaputt. Ich möchte kein ganzes Herz jetzt loswerden. Und ausrechnen Mr. Morse. Ich hätte in die Mitte laufen sollen. Ich hätte wirklich in die Mitte laufen sollen. Wieso haben die sich jetzt schon voneinander gelöst? Warum habt ihr das getan? Pff, geschafft. Irgendwie. Jetzt du? Oder auch nicht. Dann probieren wir es halt mit dem oberen. Nächstes Brain ist da. Dann würde ich einfach mal... Dann los! Noch zwei Räume dann... Ne, drei Räume, dann habe ich das nächste Herz. Komm schon! Was zum... Ach so! Ich hab's nicht sehen können, ich hab's verdeckt. Musst du nicht rüberspringen? Komm schon! Ach, der Raum hat eine Bombe getroppt, ich dachte eben. Warum eigentlich nicht? Wir haben genug Schlüssel gerade. Und die Chance, einen Akku zu bekommen. So ganz gut. Die Pille ist. Perks. Doch, so auch immer unsere Perks sind. Ausgerechnet sowas. Zum Glück sind wir jetzt schnell genug. Jetzt. Nächstes. Und das ist vergiftet. Ein Raum noch. Dann dürfen wir wieder das nächste Seelenherz bekommen. Es sind ja auch noch welche drin, jawohl. Gut, wir haben den Raum frei gemacht. Sowas habe ich befürchtet. Und der letzte. Danke, Book of Revelations. Danke, dass du uns hilfst. Leider hat uns Chaos bis jetzt noch nicht wirklich geholfen. Und kriegen wir es hin? Wieso triffst du gerade nicht? Gibt ja auch mal Zeit. Nach unten mit uns. Schwarze Herzen irgendwo, bitte.
Wenigstens sind irgendwo Hosts drunter. Oh, Joker-Karte, nicht übel. Die werde ich aber erstmal in der Hand behalten. Oh je. Oh shit. Die habe ich nicht kommen sehen. Habe ich jetzt überhaupt irgendeinen getroffen? Ich glaube, einen haben wir. Ja, hier sind schon ein paar Laken, sage ich mal. Ach, wenn ich hier fliegen könnte, das wäre toll. Shit. Ich wollte gucken, ob ich das hier herausbomben kann. Kann ich. Vorsichtig. Probieren wir es nochmal. Cool. So, ich habe mehr Schlüssel als Bomben. Gehen wir in den Shop. Gimpy und Pentagramm. Gimpy ist eine gute Idee. Und die Pille ist wieder addicted. Ich weiß aber halt nicht für was. Muss ich die vielleicht öfters jetzt nehmen? Addicted. Wir haben es noch nicht rausgefunden, aber der Effekt scheint weg zu sein, sobald wir den Raum verlassen. Vorsichtig. Einfach mal schießen. Shit. Ich habe zwar einen getroffen, aber bin ich mir rechtzeitig ausgewichen. Gut. Oh cool, Purity. Wieso habe ich eben. Habe ich eben ein Seelenherz mehr bekommen? Das wäre wieder so ein Raum gewesen, der kein großes Problem gewesen wäre, wenn wir einfach sofort hätten schießen dürfen. Okay, das war gerade dämlich von mir. Das gebe ich zu. Komm. Schön. Na gut, machen wir den Boss. Da unten ist noch ein Raum, aber da jetzt hinzugehen ist gut. Obwohl, ich könnte doch den Super Secret Room suchen. Den Secret Room meine ich. Wieso treffe ich War gerade nicht? Vorsichtig! Viel zu viele Explosionen waren das gerade. Unter anderem, weil ich sie auch nicht zur Seite schieben kann. Boah, hörst du jetzt bitte auf damit? Wo kommt der jetzt her, da? Komm. Toll, wenn der mich verfolgt, kriege ich das dann ordentlich hin. Na gut, wir scheinen relativ schnell zu sein. Jetzt. Das ist das nächste. Shit, 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 ich muss ihn wieder ordentlich Abstand geschafft. So, wir nehmen hier natürlich die Born of Bandages. Ganz toll, wenn der Netgirl uns noch ein bisschen hilft. So, wir haben hier verschiedene Orte, wo sich der Secret Room befinden könnte. Wir schauen doch mal, ob er hier sein könnte. Ja, da kann ich jetzt nichts mehr sehen, wo die Felsen waren. Da kann er nicht sein. Ah, bestimmt neben dem Curse Room. Vorsichtig. Manövrieren. Bingo. Sehr gut, ein Akku. Und wir haben wieder etwas dazu bekommen. Bis jetzt habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass Chaos viel geholfen hat. Schade. Set Bombs. Die können helfen. Seelenherzen. Und Spinnen. Wir gehen. Da ich jetzt schon hier unten bin, lasst uns auch noch diesen Raum durchgehen. Den wir hier ganz am Ende gelassen haben. Wer? Alles voller Fliegen. Ist das wahr? Ich habe gar nichts getroffen. Oh cool, haben die Bob's Brains jetzt den Set Bomb-Effekt. Das ist natürlich nützlich. Sehr nützlich. Natürlich ist es nicht nützlich, wenn sie überhaupt nicht treffen. Aber das hilft uns extrem. Wirklich sehr, sehr extrem. Ich werde diesen Part gleich beenden und dann noch einen weiteren Part aufnehmen und versuchen, diese Challenge damit dann zu beenden. Wenn wir das allerdings wieder versagen, also in den Sand setzen, dann würde ich im nächsten Part wahrscheinlich erstmal weiter mit dem Greed Mode machen. Erstmal runter mit uns und dann muss ich meinen Trockner öffnen, damit er mich nicht mehr nerven kann.
Gab's eigentlich neue Cutscenes? Nee, oder? Ich habe noch keine neuen gesehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.